Wenn ich das bloß wüsste. Bin noch nie gesehen. Na gut, dann spiele ich noch ein bisschen seinen Room und spiele. Alter, wir haben die gleiche Seite, Alter, so auch. Tja, mein Messer, du musst schon jetzt dich allerdings halt auf jeden Fall, ne? Anstrengend, ne? Lol, alles gleich. Wunderschönen Tag wünsche ich auch. Klingt gut. Danke fürs Nachschauen. Ich kriege immer so nebenbei noch so links E-Mails und WhatsApp-Nachrichten. So. Halte ich fest, mein Bester. Ich bin gut vorbereitet heute. Ja, dein Maxi, er hat mich jetzt ein bisschen wieder geflasht. Diese Karte, Alter, diese Karte, ich kann die nicht ab, ey. Wieder dieses Typ da, ne? Wieder ein Typ wählen, ne? Noch läuft alles nach Plan. Noch läuft alles nach Plan hier. Jetzt nicht mehr. Jetzt läuft nichts mehr nach Plan. Du bist eine scheiß Karte hier. Es kann nur einen geben. Das ist so ein Combo-Killer, ne, von ihm, so, ne, hier, dieses, die Feinkarte. Was willst du jetzt da machen hier? Okay, zum Glück kann er auch nichts spielen. Marseille ist doof, ja. Die Karte auch hier, die UR-Karte von ihm hier. Was für ein Combo. Hätte ich ja mal spielen wollen, ich wollte ja mal ein Combo. Aber alles für den Arsch wieder. Starthand richtig doof bei mir. Ich wäre Table 2. Wieso spielt er ein Stun-Deck in privaten Rooms? Ja, ich weiß auch nicht, Digga. Erklär mal, Digga. Ich weiß auch nicht. Ach ja, ich bin ja nur dran, ne? Scheiße. Neuheiten, herzliche Neuheiten. Leon, ich bin nicht im Game, sorry. Hallo Pascal, grüß dich mein Lieber. Ist klar, irgendwo sind's. Sehr schön, cool, dass du auch da bist. Das ist, wenn du das Game verlangsamst mit diversen Effekten, die das Beschwerde eindämmen.
mal unbedingt machen. Nee, ernsthaft, ich habe noch nicht gespielt. Aber dank Andi habe ich ja zum ersten Mal auch die heiligen Ungeheuerkarten hier so gesehen, so aktiv, ne? Im Spiel. Vielen Dank, mein Lieber. Dafür. Sonst haben sie immer die meisten immer so die gleichen Karten in ihren Decks. Kashtira, was weiß ich, Punk und was da noch alles dazu gehört. Auch, war auch schön. War auch ziemlich schön. Das stimmt, habe ich generell noch nie großartig gespielt gegen die kommen. Aber du meinst deine heiligen Ungeheuer, ne? Meinst du, ne? Waren die richtig geil, Alter. Was? Die andere freie Karte jetzt? Mi, ist alles, was ich höre. Mi. Hallo Rekro, grüß dich, mein Lieber. Kein Spieler kann mehr als zwei beschworene Spiele. Diese feinen Karten, ja. Das kann noch ein bisschen dauern hier auf jeden Fall. Er hat sich gut vorbereitet gegen mich, so, ne? Der Ungesund. Er hat genau die richtigen Karten hat er in sein Deck reingepackt, reingenommen. Ja, gerne mal was anderes mit Ungeheuerkarten, mein Lieblingsthema. Ich hatte immer so richtig Bock auf Dings, Alter, diese Kristallungeheuer, ne? Hätte ich auch voll Bock, Alter. Finde ich auch richtig extrem geil. Ich habe da nämlich auf YouTube mal so eine richtig geile Kombo gesehen, Alter. Ich hatte mal leider die. Ich hatte die Karten gehabt, aber ich habe die leider wieder zerstört, zerschmettert, zerlegt und. Das wird jetzt ein Geduldsspiel hier. Mit der anderen Nachricht meine ich, dass ich kein ernstes Zuschauer-Duell mache. Ah, okay. Ah, ich muss mich schon ein bisschen mehr anstrengen auf jeden Fall gegen die Community hier. Sonst sehe ich immer so schwarz aus. Sieht nicht gut aus für mich immer so. Ich habe mal, wir haben mal Dings mal so, ne? Also, wir haben mal so. Ich habe mal, glaube ich, an einem Tag. Am 7. Tag 25 Duelle gemacht gefühlt. So eine 25 Mal habe ich verloren, Alter, gegen kommen. Hintereinander, Digga. Gar keinen Bock mehr gehabt. Mit dem Rotdrachen-Erz-Hinterwettler-Deck jetzt, ne? Damals. Ich meine, war ich schon ein bisschen gezwungen, halt ein neues Deck zusammenzubauen. Was willst du da machen, Junge? Kannst du nichts machen. Das ist so ärgerlich. Wie lange streamst du generell eigentlich heute? Also ich habe damals angefangen, glaube ich, ich bin schon ein bisschen länger dabei auf jeden Fall. Ich glaube, Ende 2019 habe ich angefangen, glaube ich. Ende 2019. Da war es aber damals nicht so gut jetzt wie jetzt zum Beispiel, sondern seitdem ich hier Yu-Gi-Oh! Spiele, ist auf jeden Fall, ja, der Kanal hier richtig ziemlich explodiert, muss ich sagen, dank euch, ne? Auf das Spiel bin ich auch durch meinen Mod draufgekommen. Er hat gesagt, da ist so ein Yu-Gi-Oh-Spiel, Master-Duell musst du mal ausprobieren, ne, und dies und das. So habe ich mir das Spiel auch runtergeladen. Und seitdem wir das Game hier zusammen spielen, läuft es halt ja, irgendwie hier auf dem Kanal, ne, irgendwie. Und ich bin sehr dankbar auf jeden Fall, ne, an euch auch so, ne, für euren Support. Ja, er kann seinen Effekt auch nicht mehr ausspielen. Oh Mann, das ist so eklig.
Seine Fallenkarten, ey, seine Fallenkarten. Aber das glaube ich, ja, ja. Wie lange spielst du, machst du das schon? Er versucht seinen Effekt aufzuaktivieren, aber... Aber irgendwas muss ja jetzt gleich passieren, Digga. Irgendwann muss auch mal die passenden Karten bekommen in die Hand. Also du kannst auch deinen Dings auch nicht spielen, oder nicht? Deine Effekte, ne? Deine Fallenkarte, Digga, killt dich auch, Alter. Ungesund. Kräfteraum, das gilt auch für dich, Digga, nicht nur für mich, auch. Deswegen kannst du deine Effekte auch nicht spielen. Ist mir auch schon mal passiert, Digga. Mach dir keine Sorgen, ist mir auch schon mal passiert. Oha, schon am Anfang mit Kamera und so professionell. Also ich bin so Dings, ne? Ich hab ja... Ich hab hier für Stück habe ich meine Equipment habe ich besorgt, so weißt du. Erstmal habe ich meine Rechner, habe ich zusammengebaut, selber. Und die Teile von... Monat zu Monat immer so geholt und dann irgendwann mal zusammengebaut, so, ne? Dann habe ich angefangen mit dem Flight Simulator, kennt ihr, ne? Zu spielen. Und ja, für das Spiel brauchst du einfach so einen echten perversen Rechner. Anders wird es nicht funktionieren. Deswegen. Und dann auch dachte ich mir, okay, hast einen echten guten Rechner. Versuch's mal mit Dings hier, Twitch, hier Stream und sowas halt, ne? Dann habe ich mir das, mein Stream Deck habe ich dann geholt, dann mein Mischpult hier nach einer gewissen Zeit und. Also nicht alles auf einmal, ne? Alles teuer, Digga. Stecke noch in den Kinderschuhen. Achso. Du hast ja gesagt, du machst das ja auch Spaß, so, ne, oder? Aber ich finde irgendwie voll schade, Alter, dass das Ding ist, dass du deinen Affiliate-Status nicht gemacht hast damals, ne? Wäre richtig geil, Mann. Kannst du das irgendwie nicht nachholen oder sowas? Walla Krise! Schön, Maxi. Mein Babu. Da kommt mein Babu. Papi ist da. Endlich. Seine Effekte müsst euch durchgehen jetzt. Oder? Er kann eigentlich die Effekte annullieren. Dein Monster nicht angreifen, Digga. Dein Fusionsmonster. Geht nicht. Also ich mache mir auch ein Duell. Ich möchte mein Deck ausprobieren. Hast du auch wieder ein neues Deck zusammengebaut? Daniel? Können wir gerne machen. Auf jeden Fall, Digga. Was ist das für eine Frage? Natürlich können wir. Wir können heute auf jeden Fall, meine Frau kam hier kurz rein und sowas. Sie kam gerade von der Arbeit. Hat gesagt, normalerweise ist es ja so, dass ich immer so bis 16:30 immer so streame. Wir werden aber auf jeden Fall mal heute ein bisschen länger machen, bis 18, glaube ich. So halb sechs, mal schauen. Wie wir das hinbekommen, vielleicht 17 Uhr. Dann könnte ich haben die Nachricht noch raus schon durchschnitten. Ah, das kriegst du ja locker. Das kriegst du ja locker raus, Digga. Ja, chillig. Chili Willi. Alter, bei mir hat es aber damals richtig lange gedauert, bis ich mein Dings Affiliate Start bekommen hatte. Warte mal. Wenn ich jetzt Glück habe, kann ich sogar deine Karte jetzt zerstören, Digga.
Ich hoffe, ich kann deine Karte zerstören, Alter. Weil die Karte, die regt mich gerade so richtig auf. So, das geht wunderbar. Was machen wir denn jetzt nun hier? Spielertyp, mit dem Typ, ne, machen wir erstmal weg. Ein Spielerkanal, okay, das ist scheißegal. Eine offene Monster. Aber das mache ich nicht weg. Die Karte mache ich nicht weg, weil du damit hast du dir selber so ein Dingsfall. Weil mit der Karte ist auch selber eine Arschkarte. Ich mache erstmal die Karte weg hier. Sag jetzt nicht, du hast ein Eische. Max C, schon wieder Max C. Wie viel hast du davon, Junge? So, Karte Nummer 1. So, jetzt geht's los hier. Aber trotzdem, durch deine Karte kann ich nur ein Monster nur beschwören. Also mehr als zwei, okay. So, dann haben wir den hier, dann haben wir den hier. Den Chaos könnte ich, ja, aber lass mal lieber. Mein Panzermeister ist schon ganz gut so. Setzen wir mal eine Runde raus. Oha, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten oder was? Kannst du verbannen? Also mein Panzermeister kannst du auf jeden Fall nichts anhaben. Nee, warte mal. Oder doch? Tschüss. Eine geile Karte, Alter. Boah, hier, da gibt es halt mehrere, mein Besser. Da gibt es mehrere, ja. Ich spiele so gerne Dings, aber ich mag ja zum Beispiel auch so Resident Evil sowas halt, ne? Spiele ich auch gerne so, ne? Razy auf jeden Fall ist genau mein Ding. Yu-Gi-Oh! Ist brutal, ne? Finde ich so extrem geil gerade. Macht mir auch übel Spaß, oder so ist ja nicht. Ich kann keine anderen Beschwörer mehr machen, ne? Bis zu zwei nur. Yu-Gi-Oh! Spiele ich gerade auf jeden Fall sehr geil. Gerne. Eigentlich mag ich auch so zum Beispiel auch so Strategiespiele, so, ne? Mag ich auch so, wie Command & Conquer zum Beispiel, ne? Kennt ihr das? Age of Empires? Sowas mag ich auch gerne. Oder zum Beispiel so Fußball hier Dings Manager und sowas halt, ne? Ist auch extrem geil. Deiner? Neben Yu-Gi-Oh?
Karte. So, jetzt können wir mal Stufe 2, ne? Wählen. Warte mal, wir machen das mal so. Erst machen wir links hier meinen Drachen. Aber das ist Level 10, ne? Jetzt Level 8. Alle Chaos soll, grüß dich mein Lieber. Sei herzlich willkommen, Digga. Wimbaron. Xena. Was eigentlich lass die Fäuste liegen und nimm die Karten in die Hand, dann ist es gleich beim Duell mit der Gegner spielt Honig. Fäuste. Ist nicht so einfach, ne, das recht zu spielen. Aber er hat sich selber eine Falle gestellt, ja? Durch seine Karte kann er nämlich auch keine Effekte mehr aktivieren. So hat er die auch die A-Karte. Aber er wird das Duell gewinnen, wenn ich weil er 27 Karten noch hat. Deswegen muss ich schnell was machen, Alter. Ich überlege gerade. Zweier. Ich brauche nur Zweier, ne? Blumenbaron mal erstmal hier. Dann kann ich nämlich eine weitere Karte noch zerstören von ihm. Weil diese Karte regt mich voll auf hier bei ihm. Aber kann ich auch nicht spielen, weil meine Karte auch nicht funktioniert. Zumindest effektiv nicht. Nee, ich kann auch nicht angreifen. Ich kann nichts machen, Digga. Ich kann absolut nichts machen, ey. Ja, aber auch nicht. Aber er wird trotzdem das Duell gewinnen. Junge. Ich kann, guck mal, wenn ich versuche, seinen Dings zu aktivieren, sein Effekt geht ja nicht. Ja, diese scheiße Kräfteraum, Alter. Er versucht die ganze Zeit den Effekt zu. Nein, geht nicht. Effekt vom Blumen. Nee, geht doch nicht. Ich bin großer Final Fantasy. Hast du das neue gespielt? Das neue Spiel? Final Fantasy? Ansonsten Apex und Monster Hunter. Also, Ego-Shooter-mäßig zum Beispiel mag ich auch zum Beispiel COD, ne? Mag ich auch übelst gerne, ne? Fortnite geht auch ab und zu mal so, ne? Das hast du verdient. Ja, ja.
Ja. Jetzt spricht Pascal wieder hier. Einfach keine Karten in die Hand. Eine Karte ist nur für dich gewesen. Ich kann nichts machen, Digas. Geht einfach nichts. Ich muss irgendwas probieren, Digga. Ich muss irgendwas probieren jetzt. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann keinen Effekt aktivieren. Oh. Hier. Kann nicht eingreifen. Gar nichts. Sehr schlau eingefädelt. Ich musste halt auf die LP-Effekt verzichten. Achso, ja, ja. 1000 hast du nicht bezahlt dafür, ne? Guck mal das an. Aktivieren. Wähle die Karte aus. Was? Eklig. Eklige Runde, ja. Ich will einfach keine Karten hier haben. Ja. Mal angreifen. Nebelklinge, ja, weil ich Dings seinen Effekt annullieren wollte, eigentlich. Aber danach hat er die Karte hier eingesetzt. Danach hat er die Karte eingesetzt hier. Kräfte rauben. Erstmal hat er die Karte, Dings, die Fusionskarte hat er eingesetzt, ne? Er beschworen. Und danach später hat er die Karte eingesetzt, nämlich. Hätte ja nicht wissen können, ne? Mit meinen Effekten hätte ich ihn locker besiegt, der Ding zerstört die Karte hier. Was willst du da machen hier mit zwei Karten in der Hand? In einem Deck. Infinity Dragon, vielen Dank für dein Follow, mein Lieber. Herzlich willkommen bei uns in der Kombi. Ne? Also, vielen lieben Dank für dein Follow. Moin Moin, grüß dich. Ich glaube, das Duell wird langsam dauern. Machen wir ein Spiel. Sehe ich gleich vorbei. Hey. Ja, warte mal. Guten Euch habe mich irgendwie hier verwirrt. Hier bist du ganz genau richtig, mein Lieber. Hier bist du genau richtig. Maximal nach 4 Runden. Ich nehme die raus, die Karte, Alter. Ich werde die Karte rausnehmen. Nebelklinge, ne? Ja, die Ausbildinger. Ja, die Runde geht an dich, mein Lieber, ne? Die Runde geht leider an dich. Ich bin überall, ist es auch nicht anders erwarten. Kein Labyrinth. Jetzt vielleicht noch so ein Ding, so ein Harpien, ne? Wisch wäre so geil, ne? Aber, ja, doch, würde was bringen. Harpienwisch. Ist schon weg. Ah, hier. Blitzsturm habe ich auch nicht. Naja, geht ja, würde auch nicht funktionieren, Blitzsturm, ne? Mal besser. Kann nichts machen hier. Es sei denn, wenn ich einen Schandal hätte zum Beispiel, ne, wäre auch ganz geil ein Kissen, ne? Ich die Karte auch nochmal zerstört vom Friedhof aus. Das hätte geklappt auf jeden Fall, aber so nicht.
Schade. Aber ab und zu mal wieder ganz geil. Aber trotzdem ein geiles Ritual gewesen auf jeden Fall, ne? Ungesund. Wait, du kannst noch, noch gewinnen, vielleicht? GG mal besser.